Auf den Wunsch vieler Zuschauer habe ich mir jetzt einen schöneren Hintergrund gesucht. Ob er besser ist, das kann man sich dann selber überlegen. Ich bin auf eigene Kosten in meiner Eigenschaft als Obmann des Forschung, Innovation und Digitalisierungsausschusses des österreichischen Parlaments heute in Dubai und schaue mir die Expo an. Das ist ein Bereich, der mich grundsätzlich interessiert und der auch zu meiner politischen Tätigkeit dazugehört. Und natürlich war einer der ersten Wege, die ich zurückgelegt habe, auch jener in den österreichischen Pavillon. Und das war schon interessant, was ich dort gesehen habe. Es ist ja immerhin ein Betrag von 17 Millionen Euro investiert worden in dieses Unternehmen. Und ja, als ich dann hineingekommen bin, habe ich einmal nichts gesehen. Bei der Führung habe ich gehört, dass der Hintergrund dieser eher spartanischen Ausstattung jener ist, dass man die Leute entschleunigen möchte und dass man auf Nachhaltigkeit setzen möchte. Man hat auch auf Klimaanlagen verzichtet und deswegen spart man 70% Energie ein. Man hat also die natürlichen Lüftungssysteme aus der arabischen Welt hier nachgebaut und nachempfunden. Das ist das, was man im österreichischen Pavillon tut. Leider Gottes macht man es nicht so, wie es viele andere Länder auch gemacht haben. Man verzichtet darauf, unser Land entsprechend gut zu präsentieren. Man verzichtet eigentlich darauf, auf den Fremdenverkehr hinzuweisen, der doch bei uns eine wesentliche Stütze unserer Wirtschaft ist und auch auf unsere technischen Errungenschaften, die es in Österreich massenhaft gibt, wird leider nicht verwiesen. Ich habe viele andere Pavillons besucht, jenen von China, der gleich direkt in Österreich steht. Okay, gut, das ist jetzt nicht vergleichbar. Aber auch vergleichbare Länder, wie zum Beispiel Ungarn, die ja gleich groß sind, oder auch die Schweiz. Dort setzt man massiv auf das Tourismuskonzept, dort setzt man massiv auf die Schönheit des Landes, die dort vorhanden ist. Aus meiner Sicht ist die Chance für Österreich also vertan, unser Land hier gut darzustellen. Mag schon sein, dass der eine oder andere Künstler hier Großartiges verdient hat mit diesem Projekt, aber es ist sicherlich nicht dazu angetan, Österreich entsprechend zu repräsentieren. Schade. Ich werde mir jetzt noch einige andere Pavillons ansehen und werde euch dann einen kurzen Zusammenschnitt von der Expo anfügen. Ja.